Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Orakel für den kommenden Vollmond im Sternzeichen Jungfrau. Mein Name ist Lumi von Lumis Orakel und wenn du dich für eine persönliche Kartenlegung interessierst, findest du unten in der Infobox den Link zu meiner Seite. Meine Lieben, der Vollmond im Sternzeichen Jungfrau findet am 18. März statt. Und bei dem Vollmond generell ist es so, dass alles, was wir bei dem Neumond angefangen haben, ja, wir hatten den Neumond im Sternzeichen Fische vor 2 Wochen und alles, was wir beim Neumond neu begonnen haben, wie zum Beispiel neue Projekte oder neue Beziehungen oder neue Lebensphasen oder auch einfach neue innere Einstellungen, sie erreichen jetzt den Höhepunkt. Diese Dinge, ja. Das bedeutet, es kann sein, dass diese neue Projekte, neue Ideen oder neue Beziehungen, sie bekommen jetzt eine neue Form oder eine konkretere Struktur. Oder es kann auch bedeuten, dass das, was du beim Neumond angefangen hast, jetzt ernten kannst. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass diese Dinge, die du neu begonnen hast beim Neumond, jetzt die Vollendung erreichen. Die Energie der Jungfrau ist eine sehr geerdete und fleißige und pragmatische Energie. Und sie hilft uns sehr dabei, Ordnung zu schaffen in unserem Alltag und in unserem Leben allgemein. Ja? Und dabei oder damit ist es nicht nur ein innerer Prozess des Aufräumens gemeint, sondern auch ein externer Prozess des Aufräumens. Ja? Da wir noch in der Fischerphase sind, heißt es, dass diese Fischerenergie kombiniert mit der Jungfrauenergie, diese beiden Energien, sie können uns dabei helfen, sozusagen unsere innere Welt, ja, unsere Träume, unsere Emotionen, unsere Gefühle sozusagen aufzuräumen und Ordnung zu schaffen, ja, in unserer inneren Welt. Und in unserem Alltag heißt es dann konkret, alles, was wir, all diese Dinge, die wir immer wieder aufschieben, ja, die immer wieder verschoben werden, wir sollten jetzt diese Vollmondzeit nutzen, um alles, was unordentlich oder alles, was fällig ist oder alles, was chaotisch ist, endlich mal zu erledigen und Ordnung zu schaffen, ja, endlich mal diese Dinge zu pflegen und sie aufzuräumen, ja. Und wir können uns einfach die Frage stellen, was gibt oder gibt es etwas in meinem Leben, in meinem Alltag, was ich oder was immer wieder aufgeschoben wird, ja, irgendwas, was jetzt meine Aufmerksamkeit benötigt. Oder gibt es etwas in meinem Leben, sowohl im Innen als auch im Außen, was noch nicht in seinem richtigen Platz ist. Ja? Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich um diese Sachen zu kümmern. Und mach das. Die Jungfrau unterstützt dich dabei und der Vollmond gibt dir auch einen extra tollen Energieschub dafür. Okay? Und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns die Tarotkarten zu sagen haben zu diesem Vollmond. Welche Energien werden uns begleiten? Was kommt auf uns zu bei diesem Vollmond im Sternzeichen Jungfrau? Ich muss mich ganz kurz konzentrieren und dann werde ich 3 Karten für euch fallen lassen. Okay? Liebes Universum, was kommt auf uns zu bei diesem Vollmond im Sternzeichen Jungfrau? Welche Energien werden uns begleiten? Was kommt auf uns zu? Ich bitte um eine Botschaft. Drei Karten zu diesem Vollmond im Sternzeichen Jungfrau. Noch eine Karte bitte. Okay, danke. Ah, sehr schön. Oh wow.
Alles klar, ihr Lieben. Also, die letzte Karte vom Deck ist die Welt. Ja? Diese Karte, das ist sehr interessant, dass wir jetzt diese Karte bekommen zum Vollmond im Sternzeichen Jungfrau. Die Karte Die Welt steht für einen erfolgreichen Abschluss. Ja? Ich habe euch vorher gesagt, es kann sein, dass das, was du beim Neumond im Sternzeichen Fische begonnen hast, ja, Projekte, Ideen, Beziehungen etc., entweder bekommen sie jetzt eine konkretere Form und eine Struktur oder sie erreichen die Vollendung, ja, oder sie werden jetzt geerntet. Ja? Und diese Karte steht für einen erfolgreichen Abschluss. Ja? Das heißt, irgendeine Phase, irgendeinen Zyklus wird jetzt bei dir abgeschlossen. Und die Früchte davon darfst du jetzt ernten. Ja? So, das ist die unterliegende Energie für diese Mondphase. Die erste Karte, die wir bekommen haben, war die Zwei der Schwerter. Okay, die Zwei der Schwerter steht für eine Situation, in der wir so unfähig sind zu entscheiden. Wir können uns nicht entscheiden. Wir machen einfach die Augen zu und sagen, ach, ich will es nicht wissen, ich will es nicht hören. Wir sind vielleicht überfordert und können einfach keine Entscheidung treffen. Wir sind einfach ja nicht nur überfordert, aber wir sind ja, wir fühlen uns unfähig. Ja, wir fühlen uns unfähig und wir versuchen alles, was für uns ja irgendwie im Moment sich nicht stimmig anfühlt, zu verdrängen. Ja, und das ist genau, was diese Frau hier auf diesem Bild macht. Das bedeutet, dass entweder bist du jetzt in so einer Situation, ja, in so einer ähnlichen Situation in deinem Leben, wo du dich einfach nicht entscheiden kannst, welchen Weg du gehst, ja. Und du bist vielleicht auch in einem Gedankenkarussell und du kannst nicht daraus ja, aussteigen, ja. Oder es kann sein, dass das in deiner Vergangenheit, dass es sowas gab in deiner Vergangenheit. Vielleicht sogar beim Neumond im Sternzeichen Fische hast du dich so gefühlt, ja, bei irgendwelcher Angelegenheit. Aber dann habe ich für dich gute Nachrichten. Ein Blitzschlag kommt auf dich zu, aber das ist ein positiver Blitzschlag. Das ist, diese Karte heißt der Turm, ja, und das ist eine göttliche Intervention. Das bedeutet, das Göttliche, die geistige Welt, das Universum, das Schicksal, wie auch immer du das nennen willst, greift ein, ja. Und irgendeine plötzliche, unerwartete, krasse Veränderung passiert in deinem Leben, ja. Aber weil wir hier vorher die Karte die Welt hatten, ja, dann wissen wir, dass dieser Blitzschlag hier, diese plötzliche, unerwartete Veränderung, eine positive Veränderung sein wird. Weil der Abschluss des Zyklus wird erfolgreich sein. Ja? Das bedeutet, es kann sein, dass du beim ersten Moment irgendwie so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Diese große Veränderung, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja? Aber das ist etwas, was dich von diesem Zustand hier befreit, ja. Manchmal, wenn wir uns so unfähig fühlen, ja, und die Augen zumachen wollen und uns unseren Ängsten etc. nicht stellen wollen, dann muss irgendwie ein Blitzschlag kommen und alles verändern. Genau. Und dann die letzte Karte, die rausgefallen ist, ist der Page der Schwerter. Ja? Der Page der Schwerter steht einerseits für Kommunikation, ja? Auch für Inspiration, für Gedanken, für neue Ideen. Ja? Der Page der Schwerter steht
aber auch für jemand, der in einer Beobachtungsrolle ist. Das heißt, jemand, der einfach beobachtet, eine Situation, eine Person beobachtet aus der Distanz, jemand, der sehr distanziert ist. Ja? Also ich würde gerne diese Karte klären, weil sie verschiedene Bedeutungen haben kann. Und dann können wir vielleicht mehr Informationen bekommen, wie diese Karte oder was der Zusammenhang von dieser Karte und die anderen zwei Karten bzw. drei Karten ist. Ja? Liebes Universum, eine Klärungskarte bitte zu dem Page der Schwerter. Was bedeutet der Page? Ups. Aha, okay. Okay. In diesem Fall steht der Page der Schwerter für eine Person, ja? Das bedeutet eine Person, mit der du, Entschuldigung, mit der du, Entschuldigung nochmal, mit der du einen Konflikt oder in einem Konflikt warst, in einer Konfliktsituation. Ja, es gab irgendwie irgendeine Form von Konflikt, einen Streit, eine Diskussion oder einfach so ja, eine Distanzierung, ja, von einer Seite oder von beiden Seiten. Und es war irgendwie ein Kampf, den niemand gewinnen kann. Ja, also diese Page der Schwerter steht dann für eine Person. Ja, es war oder es ist eine Person, die gerade nicht sehr emotional in deinem Leben präsent ist. Ja, jemand, der eher so distanziert ist, vielleicht gibt es nicht so viel Kommunikation, vielleicht ist es jemand, der weit weg von dir wohnt, ja, weil diese Karte steht auch für Distanz, ja, in welcher Form auch immer. Und die anderen zwei Karten sagen mir, ups, sagen mir, dass diesen Zyklus, ja, dieser Kampf, Moment, dieser Kampf mit diesem Page der Schwerter kommt jetzt zu einem Abschluss, ja. Und in diesem Kampf warst du, beziehungsweise hast du dich so gefühlt wie diese Frau auf dem Bild, ja, wie die zwei der Schwerter, und du konntest dich nicht entscheiden, ja. Du hast dich vielleicht ein bisschen verloren gefühlt und konntest nicht mehr klar sehen. Irgendwie kommt jetzt ein Blitzschlag, der Turm befreit dich, ja, von dieser Situation. Und du erreichst dann bei diesem Vollmond die Vollendung, den Abschluss von einem Zyklus. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war die Botschaft von der geistigen Welt zu diesem Vollmond im Sternzeichen Jungfrau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like, ein Kommentar oder ein Abo hinterlasst. Ja? Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!